Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Two Point Campus. Wir haben das Piazza Lanatra ja freigeschaltet und jetzt nach dem Spielstart ja, zeigt uns das Spiel auch mal, wo das ist. So sieht's aus. Wir machen aber hier weiter. Wir sind ja hier noch gar nicht fertig. Man kann natürlich nach einem Stern schon aufhören und so, aber das ja, haben wir ja in Two Point Hospital auch nicht so gemacht. Wir starten einfach noch mal rein. Das A und O der Campusverwaltung. Wir haben bestimmt noch nicht ausgelernt, wie das hier alles geht. So, auf dem Campus gibt es für Hausmeister eine Menge zu tun. Überlege dir, ein paar Hausmeister einzustellen. Ja, wir brauchen ein paar mehr. Das vermute ich auch. Dann machen wir das mal. Ja, direkt erstmal hier, direkt los hier. Wer glückliche Gedanken bringt sich selbst zum Lächeln. Oh, kriegt ständig Durst. Naja, das kommt vom Denken. Erinnerung an alle Studierenden. Freizeit ist eine Illusion. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, wir müssen mal gucken. Ich musste ja noch mal ein bisschen reinfinden. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Überblick verschafft. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein VR-Labor. Psychologie-Dozent. Ja gut, wenn wir noch kein Geld verdienen. Aber die Zeit läuft nicht so richtig weg, ne? Wir haben keine Zeitlinie hier unten. Wir haben die Zeitlinie verloren. Ja, dann machen wir mal. Hervorragende Körperhygiene. Und wir brauchen noch jemanden. Glückliche Gedanken. Lässt Müll fallen? Nein. Der ist ekelhaft. Das finde ich ja ekelhaft. Pflegehinweis. Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Moment. Brauchen wir auch einen? Ja, brauchen wir. Brauchen zwei. Dann nehmen wir dich doch mal. Kneift sich immer noch selbst in den Arm. Ja, er freut sich so, dass er den Job hat. Er kann es kaum glauben. So, wir brauchen noch welche. Nee, der ist tonnenblind. Ständig hungrig. Naja, okay. Oh nein, das ist der falsche. Nein, das ist der richtige. Ja, ich bin auch schon blind. So, das ist der ekelhafte. Naja, dann warten wir mal noch. Euch wollen wir nicht. So, ein Wissenschaftslabor, ein zweites. Das wäre das hier. Kopieren. Könnten wir? Könnten wir. Jawohl, machen wir. Zack und fertig. Was? Der Tisch? Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du dann überhaupt hin? Was war denn da? Gar nichts. Keine Ahnung, was da war. Da war bestimmt ein kleiner Bug. So, noch einen Vorlesungssaal. Das machen wir doch. Ah, ich glaube, das ist zu eng, ne? Genau. Gut, man könnte natürlich den Eingang verschieben. Das ist ja jetzt auch möglich. Das ist richtig cool. Gerade Radio Campus mit Maggie Watmore. Ich weiß endlich, was dieser Knopf da macht. Keine Ahnung, wozu ich das brauchen sollte, aber wer weiß. Zur Übung gleich nochmal. Super. Ja, voll super. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Ja, ich habe gedacht, wir machen einen riesen Vorlesungssaal. Das geht ja nämlich auch. So. Ja, ist doch cool, ha? Huh? Gut, der Eingang ist jetzt nicht links und rechts. Die müssen sich hier irgendwie durchquetschen. Na gut, vielleicht verschieben wir auch das Ding noch. Wäre besser, ne? Ah, okay. Haben wir alles? Ich glaube nur. Oh, was ist das denn? Teleprompter. Ui. Gut, das haben wir. Stufe 10. Ja, sie muss echt woanders hin. Ach so. Ich habe ja noch gar nicht eingestellt, dass die Studenten nicht rein... Geh zurück. Du musst wieder raus. Jawohl, ja. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke.
So, dann kommt die Dusche. Wo kommt die jetzt hin? Wir machen es einfach. Oh, was ist das denn? Inspirierendes Reden. Ach so. Blitzeblank, jawohl. Bildung ist nicht erstattungsfähig. Wir kaufen das hier noch. Wir kaufen es mal leer. Dann bauen wir das mal selber. Abgerissen. Könnten hier hinten eigentlich auch noch ein paar Bänke hinstellen. Ah, ein Assistent. Was haben wir denn hier? Ein Durstiger, ein Flinker. Will die alte Jasmine zurück? Ja, dann nehmen wir doch dich. Ich habe meine Brille verlegt und kann euch zum nächsten Beitrag daher nichts sagen. Wie mir berichtet wurde, ist das alles ziemlich ironisch. Hugh, du bist dran. Ja, die Lage ist äußerst angespannt hier in der Mensa des Duckworth Campus, wo eine der Küchenaushilfen eine Kontaktlinse verloren hat. Offenbar ist die Linse höchstwahrscheinlich bei der Zubereitung einer besonders großen Lasagne verlustig gegangen. Aktuell werden alle Studierenden aufgefordert, vor dem Zubeißen einen genauen Blick auf ihre Portion zu werfen. Bis jetzt ist die Kontaktlinse allerdings noch nirgendwo zu sehen. Hinweis, der Campus hat sich gerade vergrößert. Oh ja, aber das macht ihn nicht besser. Das gibt. Doch, es macht es besser. Sag das nicht. Die glauben dir noch. ja, hier ist es. Und schon haben wir Unkraut hier. Ja, gut. Kein Problem. Wir gucken jetzt mal, wo wir das finden. Das sind die Zimmervorlagen. Akademisch. Unterkunft. Gebäude, hier Campusgebäude, genau. Hier kommen die rein. Mit ein bisschen Grünfläche vielleicht. Und schon haben wir hier einen tollen Eingang. So, wie geht's weiter? Vielleicht machen wir es hier schön groß. Wir können echt bis außen hin, aber es ist ein bisschen hässlich vielleicht. Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Ach so, das Wechseln könnt ihr mit der rechten Maustaste machen. Da braucht ihr hier oben nicht hin. Naja, wie groß werden wir hier? Vielleicht so. Ich weiß nicht, ob es hier noch einen Außenbereich geben soll. Wir lassen das mal. Ich glaube, bis jetzt können wir das so lassen für das VR. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? Wunderbar. Super duper. Gut, dann bauen wir mal das VR-Labor oder kopieren wir das einfach. Wir kopieren mal. Könnten es aber trotzdem etwas größer machen. Ja, ich glaube, das machen wir auch ein bisschen größer. Einfach, weil es geht. Oh, nein, das wollte ich nicht. Nein! Ich wollte eigentlich zwei Türen machen. Ah, das geht. Sehr gut. Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin nicht eure Mutter. Ja, es ist immer noch nicht die Mama. Na, wer kennt die Serie von früher? Nicht die Mama. So, mit Altgrü. Wanda ist bei uns und wird uns gleich erzählen, wie man am coolsten durch das County kommt. Ja, der Bus ist das Verkehrsmittel der Stunde. Seid ihr schon Bus gefahren?
Ach, das ist einfach fantastisch. Busse sind wie riesige Autos, die ihr nicht selbst fahren müsst. Ihr könnt die Landschaft bewundern, am Handy daddeln. Also alles, was ihr sonst auch beim Fahren so macht. Nur, dass es im Bus deutlich sicherer ist. Wir haben hier den VR-Schreibtisch. Der muss auch noch hier rein. Ich glaube, wir machen das hier dorthin, genau. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Das ist ja der hier. Gut, habe ich verpeilt. Kein Problem, ihr habt nichts gesehen und nichts gehört, ja. Wir können hier hinten noch so ein Ding hinmachen. Okay. Gut. Das hier ist der VR-Projektor. Den müssen wir bestimmt noch freischalten im nächsten Studiengang. Super, wir können den jetzt starten. Los geht's. Können wir Punkte verteilen? Nee, hatten wir schon. Folgejahr starten. Die Einschreibung ist jetzt offen für virtuelle Normalität. Ja, kommt rein. Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Da kommen sie. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck. Weise Worte. Hilft anderen in ihrem, mit ihrem Studium. Und fleißig. Oh, wen haben wir denn hier? Die Hosenträgerin spendet hin und wieder Geld. Interessant. Ist das jetzt ein Schnösel oder was? Ah, Schnöselin. Schnösel schleudern mit Geld um sich, wenn ihnen etwas gefällt. Wenn sie richtig reich sind, spenden sie manchmal sogar etwas davon. Schließlich haben sie oft deutlich mehr Geld als Verstand. Oha, wie gemein. Aber blitzeblank. Wie sich für einen echten Schnösel gehört. Gehen hat nichts mit Tierquälerei zu tun. So, wir haben zwei Schlafsäle. Wir könnten noch einen dritten hier hinten hin machen. Gibt es hier irgendwie eine Übersicht, wo ich das sehen kann, ob mehr Schlafsaal gebraucht wird? Studenten. Ach, ich weiß nicht, wo soll ich nur anfangen? Die. Ich fühle mich einfach so ziellos, weißt du? Orbi. Ich brauche irgendeinen Zweck. Stiftung. Wer braucht schon einen Sinn im Leben, wenn man Orbi hat? Ach ja, herrlich. Ist immer noch Schmutz. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Ganz viel putzen, bitte. Was ist mit dir? Hast du Hunger? Ah, bestimmt, weil er durstig ist, hä? Ja gut, wir kopieren mal den Schlafsaal. Ja, hier. Vielleicht so. Da kann da noch eine Toilette rein oder so. Ja, okay, eine schmalere Toilette. Die bauen wir mal neu. So, Badezimmer. Okay, wir können es auch größer machen. So, Waschbecken. Studierende werden gebeten, keine Fragen zu stellen. Ihr dürft nichts fragen, ihr müsst sofort alles wissen. Ganz normal. Ich hoffe, das ist nicht zu eng, das da. Fenster? Da. Yay. Oh, wir haben unser Schild vergessen.
Das Formidable. Ja. Muss in die Mitte natürlich. Oh, Studenten machen den Abschluss. 10 Stück, das sind die ersten 10, die wir aufgenommen haben. Oh, das ist cool. Bessere einen Studiengang auf Stufe 4. Haben wir das nicht gehabt? Ja gut, scheinbar nicht. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Das war's dann für heute auf Radio Campus. Wie erwartet, ergab sich keine gute Gelegenheit, diesen Knopf während der Show zu benutzen. Aber vielleicht jetzt als akustisches Schlusswort? Passt doch. Arcade-Tisch für 2 Spieler. Okay, Bücherregal. Ach, guck an. Wisst ihr, jetzt müssen wir was freischalten. Tag der offenen Tür für Forschologie. 3 Bewerber. Ja, kommt. Kommt rein. Guckt euch alles an. So, das muss in die Bibliothek. Oh, und schon sind wir hier. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, was ich schon mal erzählt hatte. Moment. Gleich. Wir machen das hier nämlich jetzt woanders hin. Hier ist kein Platz dafür. Pause. Das geht mit der Space-Taste, mit Leertaste. So. Können es auch ein bisschen größer machen. Ohlala. Den Zoom ein bisschen langsamer einzustellen, habe ich nicht gefunden, nicht hingekriegt. Ja. Ich hätte es gerne etwas dezenter für euch. Ne? Gerade beim Zugucken ist das vielleicht ein bisschen wirr. Jawohl. Kummerkasten. Studierende schicken dir Anfragen, wenn sie Hilfe bei Aufgaben brauchen. Platziere das benötigte Zimmer oder Objekt. Achso, das ist ja dann, was wir dann hier in der Liste haben, im Posteingang. So, jetzt müssen wir das hier erweitern. Das machen wir mal ratzefatze. So, das kommt dorthin. Das muss weg. Okay, das verstehe ich. Machen wir mal dorthin. Und jetzt brauchen wir das neue Bücherregal für die virtuelle Realität. So, das sitzt doch wunderbar dort. Haben wir gleich mal 2. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein drittes hinmachen? Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Wahrscheinlich sehr, ne? Okay, das da passt dann nicht dorthin. Vielleicht dort. Ja, ne? Was haben wir hier noch? Oha, guckt mal. Riesige Bibliotheksrezeption. Plus 8% Lernvermögen. Die kleinere ist ja hier die, ne? Ah. Die ist auf jeden Fall besser. Wir hätten noch das Kudosch. Aber wir haben auch super Studenten, die einfach mal super abschließen, ne? Wir können... Ach. Rund oder eckig. Cool. Okay. Was ist das? Ehrenvitrine. Ja gut, wir können vielleicht das hier noch irgendwo hinklatschen. So. Sehr gut. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam.
So. Da siehst du was, wenn du da sitzt, ne? Alles klar. Und das ist schon der erste Fachbuchbericht. Die Geschichte einer Tech-Demo. Ach ja. Ganz schön was los hier. Unkrautbefall. Oh, Karriere-Hub öffnen. Schaut mal, das habe ich nicht geklickt. Wo finde ich den denn? Stufe 12. Studiengangverwaltung, nein. Wo ist denn der Karriere? Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Ach, guck mal, da kann man sehen, was die Studenten alles machen müssen. Wo sie überall eingetragen sind. Ist das? Ne, das sind Nachrichten. Man muss doch hier irgendwie in den Karriere-Hub kommen. Sir Nigel Bittleworth auf Two Point Radio. Hallo, hallo. Heute besprechen wir ironischerweise zum ersten Mal das Thema Fortsetzungen. Das, was uns ereilt, wenn die niederen Köpfe hinter irgendeinem Machwerk sich entscheiden, uns mit einer zweiten Ausgabe ihrer zweifelhaften Ergüsse zu beglücken. Okay. Hausmeister bei den WCs benötigt. Oha, schon wieder. Die waren jetzt zu Besuch. Mal gucken, ob die sich dann einschreiben wollen. Ich habe jetzt diesen Karriere-Hub immer noch nicht gefunden, Leute. Keine Ahnung. Wir müssen warten, bis das wieder auftaucht, weil, ja, oder ich muss mal googeln. Ich habe es hier einfach nicht gefunden bei den ganzen Knöpfen. Auch nicht hier. Also, keine Ahnung. Irgendwie. Entweder haben sie den Knopf vergessen oder ich bin blind. Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. So, und hier? Ein Bücherregal der Forschologie wird benötigt. Wir haben das Geld dafür. Die Kudosch, meine ich. Dann tun wir das mal freischalten. Zum Glück haben wir erst erweitert. Da passt der noch hin. Kann man den nicht vielleicht? Moment. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. So, stellen wir mal zwei hin. Ja, wird doch wieder eng, ne? Mal gucken, was noch alles kommt. Am Ende hat man echt sehr große Räume und einen riesen Campus. Aber ich glaube, so ist das auch normal, ne? Ich war nicht studieren, ich weiß das nicht. Könnten den noch wegnehmen? Hier die Objekte anzeigen lassen und... Forschologie. Ja, da kommt dort noch eins hin. Sehr gut. Zwei wollen hier studieren. Cool. Crazy Taxi Automat. Wir haben kein Geld. Kein Kudosch, meine ich. Geld haben wir. Gemüsekiosk. Manu, ich muss alles ablehnen. Wir haben kein Kohle. Liebesbank. Noch nicht mal. Ah doch, das haben wir. Aber wir machen es weg. Und das auch. Das Taxi, gucken wir mal. Häufige Fragen. Ja, wir testen euch. So, was kommt jetzt? Okay, den Studiengang verbessern sollten wir noch. Das ging... Wo nochmal? Hier, ne? Genau. Ich würde sagen, wir tun die VR verbessern. Das ist irgendwie gerade das interessantere Thema für mich. Ich weiß auch nicht. Ja, und dann bald nochmal. Da warten wir mal, bis sie den Abschluss machen. Das dauert noch. Häufige Fragen.
Magen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Ich wollte hier mal die Steine platzieren. Das geht nämlich hier bei Außen. Und hier bei Pfade und Gelände. Da müsste dasselbe sein, ne? Okay, die Kante kriege ich nicht weg. Machen wir es einfach so. Sequelisierung, die Kunst des Wiederholens, stammt von dem lateinischen Wort sequal ab. Was sich zufälligerweise stark nach dem Gefühl der Übelkeit anhört, das sich beim Erleiden einer Fortsetzung einstellt. Vielleicht sollten die einfallslosen Möchtegerne unserer Zeit sich das zu Herzen nehmen. Also das da ist... Ich meine, ihr seht's, ne? Es ist nervig, ich krieg's gerade nicht weg. Achtung, Sicherheitslücke! Bitte ändert eure Passwörter. Ah, jetzt ist ordentlich. Manchmal muss man von vorne anfangen. Karriere hab... Oh, ich bin ja daneben. Kartenmanagement. Ja, das ist aber auch nicht das, was ich brauche, Leute. Vielleicht bin ich echt einfach nur zu doof dafür, ne? Einfach nur blind hier. Ich brauche nur zwei von den Dingern. Pusteratom wird benötigt. Okay, ja, dann nehmen wir doch mal das kleine Puster hier. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Personalboni.